Weltlich. Weltlich ist ein Adjektiv, das von Welt kommt. Weltlich ist das, was die Welt betrifft, das, was der Welt zugewandt ist. Meistens gebraucht man weltlich in Abgrenzung zu geistlich oder kirchlich oder auch spirituell. Auch im Philosophischen spricht man manchmal von weltlicher Philosophie und von metaphysischer Philosophie. Es gibt auch die weltlichen Genüsse und die weltlichen Freuden im Unterschied zu den feingeistigen Freuden. Weltlich bedeutet profan und säkular, irdisch. Also das, was nicht spirituell ist, ist weltlich. Weltlich und spirituell. Manchmal wird unterschieden zwischen weltlich und spirituell. Und gerade spirituelle Menschen haben manchmal den Eindruck oder haben manchmal die Behauptung, dass das Weltliche nicht so gut ist. Aber ein wahrhaft spiritueller Mensch wird auch alles Weltliche spirituell sehen. In Wahrheit, wenn alles Brahman, alles Gott ist, dann gibt es nichts rein Weltliches, denn auch die Welt ist Gott. Aber man kann schon sagen, es gibt eine weltliche Einstellung und eine spirituelle Einstellung. Weltliche Einstellung könnte man interpretieren, man schaut, wie viel krieg ich, was habe ich davon. Man will versuchen, immer das Beste für sich herauszuschlagen. Und man will dafür sorgen, dass man ausreichend beachtet wird, dass man das Lob bekommt, das einem zusteht und so weiter. Sich für sich selbst zu kümmern, um sich selbst zu kümmern und mehr bekommen zu wollen und mehr Freuden und Vergnügen, Macht, Reichtum zu haben, das ist eine weltliche Einstellung. Eine spirituelle Einstellung ist, wachsen zu wollen, lernen zu wollen, zu schauen, was man tun soll, seinen Aufgaben gerecht werden, hinter allem das Göttliche zu sehen und sich zu freuen über jede Lernlektion. Spirituelle Freude ist, sich zu freuen über das Glück anderer. Spirituelle Freude ist eine tiefe meditative Erfahrung, die Erfahrung einer tiefen Gnade und Gegenwart Gottes. Eine spirituelle Freude kann eine Liebe sein. Auch weltliche Genüsse können spirituelle Genüsse werden, wenn man dahinter den Segen und die Gnade Gottes sieht.